Herzlich willkommen zu einem neuen Video. 1.12. 10 Uhr. Wie versprochen, Monatsupdate Nummer 2. Jetzt auch der erste, der mal außerhalb der normalen Videozeiten kommt. Ich bin mal gespannt, wie es ankommt, ob wir bei diesen Uhrzeiten bleiben. Ich finde den ersten um 10 Uhr eigentlich immer cool, wird sich ein bisschen etablieren müssen. Deswegen ist es auch wichtig, dass ihr fleißig teilnehmt und fleißig in die Kommentare hämmert, was ihr so wissen wollt. Weil dann wird das Ganze nämlich gut. Genau deswegen mache ich jetzt auch direkt mal das letzte Video auf. Und wir checken mal ab, was da so an Fragen kommt. Was erwartet uns sonst so heute? Wir werden auf jeden Fall kurz drüber quatschen, was letzten Monat passiert ist. Wir gehen die Fragen von dem letzten Video durch, wie ich sagte, wirklich in den Kommentaren unten. Anschließend kleine Perspektive auf den Dezember, weil Essen Motor Show steht vor der Tür. Ja, erstmal kurz zusammenfassend, was letzten Monat passiert ist. November, ratzfatz wieder um, eigentlich relativ viel Zeit Essen Motor Show Vorbereitung plus Autos. Sind bei Marius Golf ordentlich vorangekommen, Limo ordentlich vorangekommen. Je mehr ich dort mache, je geiler wird es auch. Also es wird wirklich geil im Sinne von, also ich weiß, dass der eine oder andere da nicht ganz so mit zufrieden ist, dass das Ding erstmal nur auf Events fahren wird. Aber da kann ich euch nur sagen, habt ein bisschen Geduld, habt ein bisschen Vertrauen, mal gucken, was an den Stellen noch so kommt. Aber auf jeden Fall ist es erstmal Ziel, Mai damit richtig abzuliefern. Weil wenn dieses Auto richtig abliefert, haben wir auch dann gleich wieder ganz andere Möglichkeiten, mit diesem Auto vielleicht mal irgendwo hinzufahren, fliegen, wie auch immer. Gesundheit. Dankeschön. Erstmal radikal, also was heißt radikal, einfach maximal geil bauen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auch Videos freuen, weil es wird wirklich geil. So, haben uns jetzt noch so ein paar Sachen überlegt mit Ansaugung, direkt in die Front rein, mit neuem Motorhalter, dass wir richtig Platz haben. Also es ist jetzt wirklich, wirklich so groß und offen alles gebaut, dass ich auch leistungsmäßig so mittlerweile echt gespannt bin, was da am Ende kommt. Ja. Nach und nach wird das einfach jetzt so, ja, einfach so, wie ich es aktuell bauen würde, wenn ich es müsste. Und ich glaube, es wird auch echt schnell. Genau das gleiche Marius Golf, der ist jetzt soweit ready bis auf Karlbaum. Das heißt, im Januar werden wir da auf jeden Fall direkt mit Karlbaum weitermachen. Aber wird erstmal ein bisschen ruhen, weil jetzt gerade kann man eh nicht fahren, beziehungsweise vielleicht schaffen wir es Januar, Februar, März mal irgendwo Richtung Süden zu fahren, dass man mit dem Ding nochmal fahren kann. Sonst ist da soweit alles ready. Da hatten wir ja nach wie vor das Bremsproblem. Also was heißt Bremsproblem? Es ist ja eigentlich kein Problem. Anderen Leuten würde es wahrscheinlich noch nicht mal auffallen, weil es bremst ja und funktioniert, aber es ist noch nicht optimal. So würde ich es eher mal formulieren. Daran werden wir natürlich weitermachen. Sowohl in Sachen Bremsenauslegung, was Hauptbremszylinder und die Waagebalken angeht, als auch die eigentliche Bremskombination vorne hinten. Da könnt ihr euch im Januar auf jeden Fall auch drauf freuen. Plus Thematik Getriebe müssen wir da ja auch nochmal angreifen. War jetzt ja zum Schluss eins ohne Sperre drin. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, wirklich krass. Ich hätte niemals gedacht, dass das Auto so viel schlechter ohne Sperre fährt. Weil es geht gar nicht unbedingt nur um die Momente, wo man Vollgas gibt und komplett aus der Kurve raus beschleunigt. Sondern generell auch einfach nur so diese Momente, wo das Auto auf Zug einfach durch die Kurve fährt. Es fährt einfach komplett anders. Plus natürlich, war das natürlich grober Unfug, das überhaupt so zu machen, weil jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß natürlich auch, dass ein Fahrwerk natürlich auf Slicks und Sperre abgestimmt ist. Nimmst du jetzt die Sperre raus, funktioniert auch das alles nicht mehr. Ich hatte sogar das Gefühl, dass das Auto auf einmal noch stärker kippen will. Wahrscheinlich, weil halt einfach die Last auf den Rädern sich nicht mehr ausgleicht. Ja, jetzt gucke ich gerade, was haben wir noch so hochgeladen? Barren. Wir haben uns ein bisschen mit dem Goldbarren beschäftigt. Freue mich auch darauf, auf das Auto. Da ziehen wir es ja mal durch, das Ding wirklich street legal zu bauen. Heißt, was kann ich Ihnen soweit verraten? Felgen mit TÜV drauf, Fahrwerk mit TÜV drauf, drin. Also ist wirklich auch so eingetragen. Jetzt gibt es noch ein kleines weiteres Upgrade. Auf der Messe werdet ihr das sehen. Nichts Wildes, aber auch mit TÜV. Damit wir das Ding nächstes Jahr wirklich mal auf der Straße nutzen können. Und mal gucken, was man da noch so machen kann. Ich habe da tatsächlich, wobei ich brauche da auch kein Geheimnis rausmachen, ich würde das Ding schon gerne auf eine originale Supra-Turbo-Technik umbauen. Aber wirklich auch da wieder mit dem TÜV zusammen. Da die ersten Gespräche liefen auch schon. Das heißt nicht wieder voll eskalieren, 1000 PS, alles was geht. Sondern einfach einen originalen Supra-Motor nehmen. Daran scheitert es auch aktuell, weil ich brauche definitiv ein VVTi, also einen mit einer Nockenwellenverstellung von den letzten. Und nicht ein, wo schon 8000 Mal dran rumgeschraubt wurde, weil ich habe keine Toyota-Teile. Ich müsste jede Schraube bestellen, weil da sind ganz viele Schrauben mit Feingewinde. Deswegen will ich einfach eine Technik, so wie sie aus dem Auto kommt. Früher gab es sogenannte Half-Cuts, relativ einfach in Amerika und Japan zu kaufen. Das heißt einfach einen Vorderwagen, der damit durchgeschnitten war.
Jetzt allerdings nicht mehr. Weil mein Liebstes wäre es eine komplette Toro-Technik, so wie sie ist, mit Automatik, mit Kühler, mit Luftfilterkasten, mit Downpipe-Original, 1:1 dort einbauen. Und dann erstmal zum TÜV fahren, eintragen lassen und dann können wir mal noch weitersehen. So ist da der Plan. Ja, so wie zum letzten Monat. Sonst eigentlich... Und ich würde sagen, wir gucken lieber mal ein bisschen durch die Kommentare. Seid ihr im Mai wieder am Wörthersee? Wird etliche Male hier vorkommen, können wir noch nichts zu sagen. Ich habe natürlich unser Standard-Hotelzimmer erstmal reserviert. Muss aber ganz ehrlich sagen, ich werde ein bisschen gucken, wie sich das entwickelt. XS Carnite ist ja vom Wörthersee abgezogen. Ich bin gespannt. Ich kann es nicht sagen. Fakt ist, es ist auf jeden Fall für uns nicht mehr im maximalen Fokus wie früher, weil die letzten zwei Jahre schon definitiv enttäuschend waren. Gerade auch was Polizeiaufgebot und vor allen Dingen Kosten angeht, wenn dann doch mal man von der Polizei angehalten wird. Und deswegen mal gucken. Olli F. hat gefragt, wird der Stricher nochmal fertiggestellt? Ich kommentiere ja ganz oft auf solche Fragen. Ich gebe keine Projekte auf. Habe auch noch nie ein Projekt aufgegeben. Das Ding steht genauso wie Brutus einfach nur irgendwo in der Garage und wartet. Und wird irgendwann nochmal fertig gemacht. Aber da sage ich auch seit langem schon, da hat alles andere auf jeden Fall erstmal Prio. Also Stricher und Polo irgendwann. Aber da bringt es auch nicht jetzt irgendwie schon was anzufangen, weil ich würde es dann nämlich zeitgenössisch gerne machen. Und aktuell ändert sich alles so schnell, dass ich heute ein Auto anders bauen würde als vor 5 Jahren zum Beispiel. Siehe Limo. Deswegen müssen wir uns da erstmal ein bisschen gedulden. Wird es neben dem Abarth noch ein Low-Budget-Track-Tool geben? Ich habe ja theoretisch noch den Crossbow. Total low-budget. Ich dachte jetzt kommt, boah, jetzt sagst du echt mal Crossbow. Nein, ich habe mich echt gerade zusammengerissen, habe mit Absicht Crossbow mal gesagt. Ich sage auch weiter in Expo. Ich war stolz in diesem Moment gerade. Übelst teuer geworden, seitdem es jetzt den GTX gibt, sind die Crossbows haben sich im Preis verdoppelt. Mittlerweile ist es kein Low-Budget-Ding mehr, aber das Ding ist eigentlich das perfekte Track-Tool. Deswegen Low-Budget-Track-Tool sage ich jetzt erstmal nein, weil einfach die Menge an Projekten, die ich umsetzen kann, ist definitiv beschränkt. Das wird leider nichts. Besuch mal ein paar Bergcup-Fahrzeuge. Das definitiv, finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Wir waren ja letztes Jahr mit Niki beim Bergcup und das war schon krass. Also da war echt noch richtig was los. Bitte geht mal auf die ewige Frage ein, ob ein offenes Blow-Off besser oder schlechter ist als das Serienschubumluftventil beim Abarth. Ja, ist eine Frage, da braucht man nicht drauf eingehen, weil das kann man so pauschal nicht sagen. Ein offenes ist besser, weil es schneller mehr Luft ableiten kann, ist allerdings auch schlechter. Erstens, weil die Luft nach außen geht. Zweitens, es ist immer die Möglichkeit da, dass Dreck ins System geht, logischerweise. Wenn ein Pop-Off ein offenes irgendwie aufmacht, ist immer ein Kolben mit einem bisschen Fett, Schmiere, wie auch immer da, wo halt sich mit der Zeit auch ratzfatz einfach Dreck sammeln kann. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Wenn man ein internes Schubumluftventil gut positioniert, dann ist es definitiv besser als ein offenes, weil es halt einfach den Druck wieder vor den Turbolader leitet und man einfach diese Luftsäule nicht wieder neu durch den Luftfilter bis vor den Turbolader bewegen muss. Also man spart sich einfach diese Energie und das kann nur von Vorteil sein. So pauschal sagen, ob es besser oder schlechter ist, kann man einfach nicht sagen. Geht nicht. Es gibt Motoren, wo es nur mit einem offenen geht. Beispiel Oma Golf, 1200 PS Turbolader, das ist einfach so viel Luft, wenn so ein riesen Ladeluftsystem mit 3 Bar befüllt ist. Man kennt es, wenn man mal durch Zufall irgendwie, keine Ahnung, am Kompressor die Schnellkupplung aufmacht und es so richtig schön knallt. Ähnlich ist das ja bei diesen Fahrzeugen mit dem Druck und dem Volumen. Da gibt es eigentlich einfach keine internen, die schnell genug die Luft weglassen. Da muss auf jeden Fall so ein großes offenes verbaut werden. I-Fracht. Ich würde gerne wissen, warum du 2 unterschiedliche Motorenbauer hast. Ganz einfach und schnell beantwortet. Ich habe nicht nur 2 Motorenbauer, sondern ich würde auch 3, 4, 5. Weil einfach das Problem ist, jeder Motorenbauer hat A schon mal sein spezifisches Gebiet, wo er extrem gut drauf ist. Und es kann nicht jeder einfach alles gleichzeitig machen. Das funktioniert einfach nicht. Und manchmal ist es halt wirklich bei uns so, dass wir 5 Motoren gleichzeitig haben. Mehrere VR6, Abarth, Lambo, Limo und so weiter. Wenn ich das alles bei einem Motorenbauer platzieren würde, würde ich einfach voraussetzen, dass dieser Motorenbauer nur noch für mich arbeitet. Das funktioniert einfach nicht. Und deswegen muss man da einfach ein bisschen streuen und halt auch einfach anderen Leuten auch einfach mal eine Chance geben. Weil warum, oder ich formuliere es mal anders, warum sollte ich nur mit einem Motorenbauer arbeiten? Was macht eigentlich der RC-Verbrenner von Kyosho? Ja, der liegt tatsächlich immer noch genauso zerlegt auf der Werkbank.
blutet mir auch jedes Mal ein bisschen das Herz, wenn ich wieder die Abdeckung wegnehme und drauf gucke. Es war wirklich einfach die letzten 12 Monate keine Chance, da mal weiterzumachen. Ich weiß auch nicht warum, aber es war einfach, es hat mich schon hier und da mal gereizt, eine Runde mitzufahren, aber keine Chance. Wie siehst du die Marktentwicklung vom B7 RS4? Auch so krass wie beim B5? Extrem gute Frage, weil ich nämlich auch schon immer ganz vielen Leuten das Gleiche erzählt habe. Also ich sehe sowohl den RS4 B5 noch teurer, als er jetzt schon ist, weil ein RS4 B5 zum Beispiel gegenüber einem Porsche 964, gegenüber vielen alten BMWs und Mercedesen noch einen wirklich guten Nutzen hat. Man hat einen Kombi, den es in der Form einfach nicht gibt. Auch optisch gibt es den kein zweites Mal. Der ist einfach so breit und so bullig, dass ich glaube, wenn so ein Auto aktuell, ich sage jetzt mal vorsichtig, 50.000 Euro kostet, ist das immer noch wenig, weil es gab von diesen Autos nur 6.000 Stück. Von diesen 6.000 kann es allerhöchstens noch die Hälfte geben, weil ich ganz genau weiß, wie viele geschlachtet wurden, wie viele kaputt sind und so weiter. Man hat eine relativ moderne Technik, also ein das kann jeder bestätigen, ein B5 fährt einfach ganz anders als zum Beispiel ein Porsche 964. Der Oldtimer-Liebhaber, der es natürlich puristisch will, findet natürlich auch 964 fahren geil. Der findet auch Käfer fahren geil. Aber derjenige, der zum Beispiel ein Auto haben will, mit dem er mal 500 Kilometer in Urlaub fährt, da ist so ein B5 halt immer noch ein gutes Auto für. Deswegen sehe ich diese Autos noch stärker im Kommen. Und jetzt kommt's, B7 gab es sogar noch weniger. Von dem B7 als Kombi gab es nur 5.000 Stück. Man denkt immer, es gab so viele B7, gab es aber gar nicht. Es gab nur 5.000 Kombis und dazu gab es, glaube ich, 7.000 Limos. Die gab es halt nur nicht in Deutschland viel, weil die viel in den USA gegangen sind und so weiter. Aber es gibt wirklich wenig B7 Kombis. Deswegen bin ich der Meinung, wenn man da es jetzt gerade noch schafft, ein wirklich ehrliches, gutes Ding zu schnappen, werden die definitiv sich ähnlich entwickeln wie ein B5. Man hat natürlich den Nachteil, man hat nicht so diesen Tuning-Faktor an einem B7. Aber wenn ich mir angucke, welche B5 so teuer sind, das sind meistens eher Originalautos. Und wenn man jetzt wirklich mal ganz ehrlich zu sich selber ist und stellt ein B5 neben ein B7, was eigentlich auch mal eine coole Sache wäre, zwei komplett originale Autos, dann weiß ich einfach, dass 7 von 10 Leuten werden aus dem B7 aussteigen und werden B7 vom Fahren her cooler finden, weil er einfach doch eine Spur agiler, direkter, knackiger und so weiter ist. Plus einfach V8 gegenüber V6, V6 Biturbo, ultra geil, wenn man ihn halt ein bisschen scharf macht. Deswegen bin ich der Meinung, dass da auf jeden Fall mit dem B7 das Potenzial ist. Meinen behalte ich auch. Hat mittlerweile 420.000 Kilometer oder so. Joni sagt gerade 421.000 Kilometer. Das heißt, es ist eigentlich ein Kandidat. Das könnte der erste RS4 B7 im Bad bei Schwan eigentlich sein. Ne, ich sehe den irgendwann nochmal in Uni schwarz lackiert und nochmal gucken, ob man nicht mal 500 mit so einem Ding voll macht. Limo in England anmelden. Ja. Es gibt tatsächlich etliche, die sagen, Auto im Ausland anmelden könnte doch eine Lösung sein. Das mag bei jemandem funktionieren, der undercover mit dem Fahrzeug ein bisschen durch die Gegend fährt. Aber ihr könnt euch ja mit Sicherheit vorstellen, eine Vollcarbon-Limo plus meine Nase in dem Ding drin, das wird nicht funktionieren, dass ich einem Polizisten erzähle, ach ja, das ist das Auto vom Kumpel und ich fahre das erste Mal damit rum. Weil wenn man regelmäßig mit einem Auto aus dem Ausland in Deutschland fährt, darf man das auch nicht. Das ist für, keine Ahnung, Kurzaufenthalte, für Monteure oder wie auch immer ist das okay. Aber ich glaube, nach x Wochen, Monaten, ihr werdet es mit Sicherheit in die Kommentare schreiben, ist das dann auch wieder verboten. Deswegen ist das für mich gar keine Option. Dann ist für mich eher die Option, es halt legal zu machen. Im Rahmen, wie das geht. Weil ich glaube, es geht nach wie vor viel, viel mehr legal, als man eigentlich denkt. Mit dem Goldbarren erkunden wir das Ganze ja mit so ein bisschen. Weil interessante Gespräche geführt. Es gibt nämlich auch die Möglichkeit, auf so ein Auto einen sogenannten Wagenpass zu machen. Das heißt, dieses Auto muss für irgendeine Rennserie gebaut werden und im Rahmen dieses Wagenpass kann man relativ viel eintragen und darf mit diesem Fahrzeug auch auf der Straße fahren. Und es sind ganz andere Möglichkeiten auf einmal als ein normales Auto. Nur mal so, schon mal Hintergedanken. Aber nee, Auslandszulassung kommt für mich auf gar keinen Fall zum Einsatz. Auch ganz oft lese ich, wenn schon die Limo keine Zulassung hat, sollte wenigstens der Lambo eine bekommen. Ist genau das gleiche Thema. Ja. Alter, ich sag jetzt mal vorsichtig, es geht ja von der Theorie her schon nicht, weil man darf ja, wie gesagt, nur 40% der maximalen Serienleistung zusätzlich eintragen. Das heißt, der Lambo hatte maximal in dem Modell 530 PS in der Serie, sind 742 PS dürfte ich da eintragen. Ja, klar, ich kann jetzt ein Biturbo mit 2x TTE 1200 auf 742 PS eintragen, aber wir brauchen uns vormachen, die Zeiten sind vorbei, wo man einfach so tut, als wäre es
eingetragen. Weil früher, ja, da hat dich der Polizist angehalten, hat gesagt, boah, geil, hast was eingetragen, viel Spaß noch. Heute werden sie mich definitiv anhalten und sagen, naja, Philipp, zeig mal den Lambo mit den 2x1200ern. Deswegen, das ist einfach Quatsch. Dann müsste ich das Auto eher als Sauger bauen und würde ihn als Sauger fahren. Als coolen Sauger. Das wäre eher eine Option. Ja, ganz, ganz viele Titelvorschläge hier. Auf jeden Fall schon mal cool. Als Nebencontent haben mir immer die Firmenbesuche sehr gut gefallen. Davon kann ich nicht genug pongen. Davon kann ich nicht genug bekommen. Boah, was für ein Deutsch hier schon wieder. Ja, gefallen mir auch sehr gut. Mache ich auch wirklich sehr gerne. Muss man nur leider sehr viel für reisen. Aber diese Einblicke, die man bei den Firmen, ich sag jetzt mal vorsichtig, als YouTuber bekommt, ist halt wirklich, ist einfach geil. Ist einfach geil, deswegen liebe ich es auch zu filmen und euch zu zeigen. Teste mal mit längerem Getriebe, was die SKR Top Speed schafft. Ja, erstmal muss die SKR zuverlässig laufen und nicht ein Kolben nach dem nächsten durchziehen. Und wenn wir soweit sind, wäre das tatsächlich mal eine witzige Sache, wobei das mit dem kurzen Radstand echt kritisch fährt irgendwann. Aber das werden wir mal gucken, wäre mal interessant, ob so ein Ding vielleicht 150, 160 schafft. Wird es mal wieder Alos Boxershorts geben? Ja, da kommen wir später zu. Auch noch ein Teil von diesem Video. Ja, hätte sie an. Joni guckt aber eine andere Unterhose an. Ja, keine neue, sagen wir mal. Wie ist deine Einschätzung punkto Oma Golf und Marius Golf auf der halben Meile? Habe ich schon öfter gesagt, ich sag's gerne nochmal. Das, was wir mit Oma Golf gemacht haben, war nur das Warm-up. Bin mir ziemlich sicher, dass mit guten 200 Kilo weniger da bei Marius auf jeden Fall nochmal ganz was anderes geht. Ja, manche Kommentare hier, was so Veranstaltungen und Rennstrecken angeht, sind schon echt gar nicht so schlecht. Also es geht schon in die richtige Richtung. Also man merkt auf jeden Fall die Leute, die sich regelmäßig mit dem Kanal beschäftigen, dass die schon so in meine Richtung denken können. Ja, also in puncto Fragen könnte auf jeden Fall noch deutlich mehr raushauen. Ich hätte auch gedacht, da sind irgendwie ein paar privatere Sachen noch zwischen. Also mal was nichts so mit Autos zu tun hat. Aber bisher noch nicht. Findet am 6.1. ein Fast Friday statt? Also wir sind im Ladenverkauf schon ein bisschen vorangekommen, alleine weil wir jetzt die Autos da weitermachen. Die Autos werden den Ladenverkauf verlassen für die Essen Motorshow. Aber 6.1. Also da halte ich auf jeden Fall up to date. Das wäre auf jeden Fall mal tatsächlich eine Variante. Ganz viele haben von euch finden die Idee mit den Rennstrecken auf jeden Fall cool. Ich persönlich finde es auch cool. Müssen wir nächstes Jahr auf jeden Fall mal angehen. Da muss das Auto noch ein Tucken zuverlässiger für laufen. Auto läuft top zuverlässig, aber wenn man da auf den ganzen einzelnen Strecken immer richtig angreifen will, muss man noch ein bisschen was rausholen. Aber das wäre auf jeden Fall mal was. Das Problem ist, ja, eigentlich müsste man eine richtige Tour rausmachen und müsste von Rennstrecke zu Rennstrecke fahren und dann sind wir wieder bei dem Punkt Thema Zuverlässigkeit. Ganz viel lese ich hier auch Positives, dass sie es gerade cool finden, dass wir in den Themen so krass springen. Ich persönlich finde es auch cool, weil so ist es für mich am interessantesten, wenn man halt einfach jeden Tag was anderes macht. Und nicht immer nur das Gleiche. Natürlich wünschen sich einige immer nur das, das und das. Aber ich finde es auch geiler, immer querbeet alles zu machen. Und da glaube ich schon, dass was die Vielfalt und auch die Technik angeht, wir auf jeden Fall einen guten Weg gefunden haben. Ganz viel Abarth Lazizé ist ja ein Thema seit eh und je. Ist dieses Jahr leider noch nicht zugekommen, weil für mich das Auto einfach noch nicht fertig ist. Also fertig, fertig, fertig. Bei dem Oma Golf zum Beispiel, da kann ich jetzt sagen, das Auto ist jetzt fertig, so wie er da steht. Aber beim Abarth brauchen wir noch zwei, drei kleine Sachen, dann wäre ich soweit. Habt ihr keine Sorge, dass die Motorshow von der letzten Generation gestürmt wird und womöglich die ganzen Schätze beschädigt werden könnten? Da ist meine persönliche Meinung zu. A, glaube ich, werden sie das dort nicht tun, weil ich denke, solche Personen, die sind eher darauf hinaus, sowas bei großen Konzernen zu machen und nicht bei uns kleinen Tunern in Anführungsstrichen. Ich würde es ihnen aber auch wirklich nicht raten, weil ich weiß, wie der eine oder andere so drauf ist, wenn es um sein Auto geht, inklusive Marius, der hat schon so ein paar Andeutungen gemacht. deswegen, ehrlich gesagt, glaube ich nicht. Also so IAA, Automechaniker, solche Sachen natürlich, aber ich denke mal, für solche Personen ist eine Essen Motorshow schon eher ein Hobbybereich und nicht irgendeine Lobby. Und deswegen glaube ich ehrlich gesagt, dass da nichts kommen wird. Weil es war ja vor Corona auch schon ein paar Mal so, dass man Angst hatte. Und dann ist auf der Essen Motorshow auch nichts passiert. Frage zum Abarth, weil ich es jetzt ein paar Mal gelesen habe. Was willst du am Auto noch verändern, damit er nicht mehr so leicht umkippt? Da kann man leider nicht viel dran ändern. Das, was am meisten bringen würde, ist die Spur breiter machen. Spur breiter machen heißt, wir brauchen mehr Platz. Mehr Platz heißt, wir müssen das Auto umbauen. Mal gucken, was man da so machen könnte. So, sonst natürlich erstmal aus den bestehenden
Vorgaben das Maximum holen. Das heißt, ein bisschen mit Stabi spielen, ein bisschen mit Sturz spielen, Fahrwerk-Setup spielen, solche Sachen. Da kann man bestimmt noch ein bisschen was rausholen, aber irgendwann kommt halt einfach der Punkt, wo so ein Auto kippt. Thema Schwerpunkt, tiefer setzen. Da sind überall noch ein paar kleine Stellschrauben, wo man gucken kann. So, ich würde behaupten, dass wir jetzt hier fragenmäßig schon wirklich gut dabei sind. Gerne, wenn ich eure Frage jetzt vergessen habe, schreibt sie einfach wieder in die Kommentare rein. Ich versuche so beim nächsten Mal durchzugehen. Ich bin jetzt hier wirklich schon weit runtergescrollt, aber noch weiter geht nicht. Ja, ganz viel Positives, noch Kritikfähigkeit. Klar, ich sage immer, wer keine Kritik annimmt, braucht auch keine, in Anführungsstrichen. Gerne Kritik, solange sie vernünftig formuliert ist und auch was bringt, immer reinschreiben, weil nur so kann man auf jeden Fall an sich arbeiten und besser werden. Ah, doch eine letzte Sache. Wie sieht es eigentlich mit dem Thema rund um den Kartsport aus? Ja, mein Kleiner braucht leider noch ein bisschen. Kartsport geht leider erst so mit 3 Jahren los. Das heißt, wir haben noch gute 2 Jahre vor uns. Aber ich will auf jeden Fall nächstes Jahr selber mal ein bisschen fahren. Jetzt nicht irgendwie an irgendwas teilnehmen. Aber so ein Schaltkart und generell dieser Kartsport interessiert mich schon sehr. Da ist nämlich die Thematik mit dem Umkippen auch wieder relativ hoch. Also beste Voraussetzung. Okay, Fragen haben wir. Jetzt geht's weiter mit Essen Motorshow. Wichtiges Thema. Sie steht vor der Tür. Wir waren schon beim Aufbau. Ich bin begeistert, mit welchem Elan und welchem Aufwand die ganzen anderen Firmen wieder ihre Stände aufbauen. Wirklich geil. Ich bin in die Halle reingekommen, fast am ersten Aufbautag, und es ist schon richtig, was passiert in der Halle. Also da, ihr müsst vorbeikommen, das wird auf jeden Fall richtig gut. Und in Sachen Firmen wird es sich definitiv auch lohnen. Also wirklich, also gefühlt ist die Halle, in der wir sind, Halle 6, besser als je zuvor. Deswegen kommt auf jeden Fall vorbei. Thema Tickets, hat mich der Veranstalter nochmal darum gebeten, dass ich nochmal Bescheid gebe. Man muss dieses Jahr online die Tickets kaufen. Es wird kein Ticketkauf vor Ort geben. Deswegen ganz normal Essen Motorshow Tickets googeln. Ich kann euch gerne einen Link unten reinmachen. Einfach online die Tickets kaufen, da muss man sich registrieren. Dann kriegt man einen Code und mit diesem Code kann man sich das Ticket erstellen. Geht leider in diesem Fall nur so. Dann haben Marius und ich uns überlegt, einfach wieder bei dem Thema ein bisschen was zurückgeben und diese Zeit auf der Essen Motorshow einfach zu nutzen, weil es ist wirklich für uns viel Zeit, sowohl davor als auch während der Essen Motorshow, haben wir uns überlegt, ihr werdet Marius und mich Freitag, Samstag, Sonntag an den beiden Wochenenden ab 16 Uhr auf jeden Fall bei uns am Tresen antreffen. Das heißt, kommt vorbei ab 16 Uhr, da haben wir dann ein bisschen Ruhe und ein bisschen Zeit, weil der Hauptansturm von dem Tag wird erstmal beseitigt sein. Sprecht uns an, kommt zum Stand, stellt euch an. Ich kann nicht versprechen, wie viel da los ist. Manchmal geht das dann schon durch die ganze Halle. Natürlich können wir nicht uns für jede einzelne Person eine Viertelstunde Zeit nehmen, aber wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, ein Foto machen wollt, weiß der Geier, das darf man nämlich dieses Jahr auch wieder ohne Maske, weil es ist nämlich keine Maskenpflicht. Freitag, Samstag, Sonntag ab 16 Uhr, Alus, Halle 6, C34. Ihr werdet es nicht übersehen. Und dann können wir einfach ein bisschen quatschen, ein bisschen gucken, machen, tun, über die Autos reden und so weiter. Joni sagt gerade, alle Leute, die hier auch immer gerne mal was Negatives kommentieren, können auch genauso gerne vorbeikommen. Keine Angst, ich werde euch nicht einen in die Fresse hauen. Ihr könnt mir das lieb gerne sagen und wir können vernünftig darüber reden. Tatsächlich, ab und an gibt es ja sogar mal Leute. Ab und an gibt es ja, tatsächlich mal Leute. Einer aber, von 100. Ja, einer von 10.000 eher. Es ist wirklich eher so, dass einer während der ganzen Messe mal vorbeikommt. Und dann ist es aber auch mehr immer jemand, der eher was Negatives sagt in Form von, keine Ahnung, Bestellung hat zu lange gedauert, Qualität ist schlecht, es ist keiner ans Telefon gegangen. Philipp, du wolltest doch dies, du wolltest das, du wolltest jenes. Eher so in der Richtung. Aber selbst das hat dann ja in dem Moment seine Gründe und auch seine Berechtigung meistens. Und ist ja auch schön dann zu hören. Ja, okay. Ja, stimmt. So, was haben wir noch? Genau, wo wir auch bei dem Thema sind, ich drücke das jetzt hier einfach schnell mal rein. Es wird auf der Essen Motorshow und live online, also morgen 9 Uhr, Freitag 9 Uhr, die Messe geht nämlich freitags um 9 Uhr los, hoffe ich, doch, Preview Day ist 9 Uhr, wird es auch eine neue Klamottenkollektion geben. College 2.0, das heißt, wir haben unsere alte College-Kollektion, die hatten wir nämlich auch letztes Jahr zur Essen Motorshow online, wieder aufleben lassen. Bisschen anderer Schnitt, die letzte College-Kollektion, boah, schon wieder zu viele Wörter, war ziemlich sackig geschnitten und kurz. Diese Kollektion ist, es ist schon ein bisschen... Drop Shoulder heißt einfach, dass die Naht der Schulter halt über die Schulter droppt, einfach hier ist. Das macht es halt hier einfach ein bisschen fluffiger. Es ist natürlich nicht wie unsere, wie zum Beispiel die TM-Sachen mit dem 3D-Logo. Die waren deutlich enger und taillierter geschnitten.
Was man, glaube ich, eher sagen muss, diese Kollektion fällt tatsächlich mal groß aus, endlich. Also wir haben endlich die Größen so angepasst, dass eigentlich keiner mehr zu kleine Ware bekommen kann. Das heißt, ich habe jetzt eine Größe M an, könnte aber auch genauso gut eine Größe, ich habe eine Größe L an, könnte jetzt aber auch M tragen, damit es halt ein bisschen kleiner wird. Also bei der Kollektion tendenziell eher eine Nummer kleiner nehmen als größer. Es gibt 4 Pullis, 3 T-Shirts, 4 Caps. Wir haben uns so ein bisschen überlegt, wir nehmen mal das A, könnte für Alos stehen. Und wir nehmen mal die 22 für dieses Jahr, 2022. Das ist Thematik von dieser Kollektion. Das werdet ihr auch auf der Essen Motorshow merken. Luke hat uns da nämlich noch was Feines gezaubert. Und ja, wir können uns ja 1, 2, 3 kleine Inserts hier jetzt hinterpacken, wie die Sachen aussehen. Qualität, besser als je zuvor, sage ich definitiv qualitativ die besten Sachen, die wir jemals gemacht haben. Es gibt ein paar schöne verschiedene Versionen. Es gibt einen Zipper, einen Hoodie, verschiedene Farben. Alles schön mit diesen Teppichen auf dem Arm, so nenne ich ihn einfach mal. Wird es alles morgen 9 Uhr auf der Essen Motorshow als auch online geben. Wir haben auch nur diese Sachen mit, keine anderen Sachen. Geil, ich trage es extrem gerne, wirklich extrem gerne. Gibt diesem neuen Schnitt auch ruhig eine Chance. Es ist nicht so übertrieben wie die letzten Sachen, aber es ist ein bisschen, schon ein bisschen oversized am meinetwegen, okay? Aber ist cool. Ist aber cool. Gönnt euch einfach was und guckt, wie es sich trägt. Dann folgendes. Das baue ich jetzt auch an der Stelle an. Wir suchen wieder Leute. Jede Menge. Wir machen hier unten mal eine E-Mail-Adresse rein, bewerbung@alus.de. Da schickt bitte eure Bewerbung hin. Gerne sofort. Gerne mit Lebenslauf und mit ein bisschen Inhalt. Weil den einen oder anderen von euch würde ich nämlich gerne schon zur Essen Motorshow vielleicht einladen, weil, wie gesagt, wir haben dort hier und da mal ein bisschen Zeit, am Wochenende nicht, aber unter der Woche zum Beispiel. Da kann man vielleicht den einen oder anderen schon begrüßen bei der Essen Motorshow. Folgende Stellen hätten wir anzubieten. Jetzt muss ich gerade einmal gucken, was ich mir notiert hätte, was wir alles suchen, weil es ist nämlich ein bisschen mehr heute. Es geht in folgende Richtung. Also, als allererstes suche ich für ein großes Projekt nächstes Jahr mal etwas ganz anderes, und zwar ein Redakteur. Heißt, das muss nicht jemand sein, der Autofilme bisher gedreht hat. Das kann auch ganz was anderes sein, aber ich hätte schon gerne jemand Gelehrtes, Studiertes in Sachen Redakteur, der einfach Texte schreiben kann, der Exposés schreiben kann, der einfach weiß, wie man einen Film aufbaut. So, weil ich würde gerne nächstes Jahr ein großes Projekt angehen. Und dann macht auch einmal wieder alles Sinn. Und dafür bräuchte ich definitiv gerne einen Redakteur bei uns im Team. Deswegen, wenn ihr sowas könnt oder jemand kennt, der sowas kann, muss, wie gesagt, nichts mit Auto zu tun haben. Bin sogar offen, kann alles sein. Nur halt, wenn jemand eine aus einer Vision einen Film machen kann oder auch einen Text machen kann, ein Schriftstück, dann brauchen wir den. Job Nummer 1. Job Nummer 2 ist, wir brauchen einen Grafiker. Wenn ihr in Sachen Grafik fähig seid, in Sachen Design, in solchen Sachen, Grafiker sind immer gefragt, kann man nie genug haben, deswegen ran damit. Webdesigner, Frontend-Entwickler, solche Leute. Das heißt Leute, die einfach Online-Shops bauen können, die kleinere Sachen programmieren können, sei es irgendwelche Connector, sei es alles so in der Richtung. Einfach, wenn ihr Bock drauf habt, schickt auch da eine E-Mail. So, dann geht es genauso weiter mit den typischen, ich nenne sie jetzt mal vorsichtig, für Content Manager. So, das heißt, wir bespielen immer noch relativ wenige Plattformen, werdet ihr schon mitbekommen haben. TikTok, Facebook eigentlich fast gar nicht. TikTok, sage ich auch ganz ehrlich, bin einfach nicht ich. Genauso auch Twitch, auch genauso nicht. Aber wir haben so viel Content, dass ich der Meinung bin, dass man da viel, viel mehr raus machen kann. Beziehungsweise das ist das, was ich immer lese, was ihr mir schreibt. Von wegen, ey, warum sind die Videos nicht bei Facebook, warum sind sie nicht bei TikTok, warum sind sie nicht hier, warum streamst du nicht auf Twitch? Ja, meine Zeit ist definitiv am Limit. Die Zeit, die ich noch habe, investiere ich lieber in die Projekte oder in Fritz oder in meine Familie. Deswegen einfach jemanden, einen coolen Content Manager, der sowas kann, muss auch wieder nichts mit Autos zu tun. Ich bin wirklich froh um Leute, die einfach bei uns ins Team mal eine neue Richtung, einen neuen Wind, irgendwas Cooles bringen. Könnt ihr euch auch lieb gerne bewerben. Der Visionen hat, der weiß, mach das TikTok, mach dies, mach jenes. Philipp, ich brauche heute das von dir, morgen brauche ich das von dir und so weiter. Solche Leute.
Genau, und dann als letztes auch noch immer gefragt, natürlich Kameramänner, Kamerafrauen. Boah, eine Kamerafrau wäre auch mal cool, wenn ihr sowas könnt, eine Kamera halten und Bock auf Videos schneiden habt, könnt ihr auch jederzeit euch hier bewerben. Suchen wir eigentlich auch immer durchgehend. Haben wir ja im letzten Video schon drüber gesprochen, mit Nico und Tim haben wir ja schon zwei neue an Bord. Aber ich hatte ja ein etwas größeres Projekt erwähnt und dafür wäre das mit Sicherheit auch nicht von Nachteil. Also diese drei Stellen, ich schreibe es einfach unten nochmal in die Artikelbeschreibung, ist am einfachsten, plus nochmal die E-Mail dazu, schickt eine Bewerbung. Ich habe die E-Mails auf dem Telefon, das heißt, ich kann auch von der Messe aus reingucken. Bitte nicht irgendwie über Instagram oder irgendwas. Ich kann dort einfach nicht suchen. Deswegen habe ich lieber ein Postfach, ein E-Mail-Postfach, wo ich das einfach so sehen kann. Das ist für mich einfach einfacher. Ein Punkt habe ich hier noch stehen, den habe ich leider vergessen. Resümee, Black Week. Gehört eigentlich zu November. War auch eine Riesensache für uns. Die sogenannte Blackbox, die wir rausgehauen haben. Bis heute echt rar. Rar im Sinne von, ich habe relativ wenig von den Klamottenstücken selber bisher getragen. Bin gespannt, wie viel ich davon auf der S-Motorshow sehe, weil sie sind wirklich auffällig, man wird sie direkt erkennen. Aber an der Stelle auf jeden Fall nochmal vielen Dank, dass das so gut angenommen wurde. Wir haben es auch geschafft, unsere Menge davon mit der Zeit abzuverkaufen, dass halt wirklich diese Blackbox abverkauft war, ohne dass man die Klamottenstücke vorher gesehen hat, was ich schon cool finde. Finde ich schon gut. Also ist auf jeden Fall ein Konzept, was funktioniert hat und was man weiterverfolgen kann. Ich war allerdings erschrocken. Ich bin gespannt, wie lange dieses Black Friday, Black Week noch weitergeht. Boah, ich weiß, den einen Morgen saß ich hier und habe, glaube ich, wirklich während der Woche jeden Morgen 20, 30, 40 Newsletter gelöscht. Und ich bin wirklich auf wenig Online-Shops per Newsletter registriert. Aber dieses Jahr, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe das so, es hat wirklich jeder teilgenommen. Also ich wüsste jetzt nur ganz wenige, die wirklich gar keine Aktion gemacht haben. Aber wirklich, an allen Ecken Rabatte. Ist ja auch nicht schlimm, ist ja auch dafür da diese Woche. Aber ich fand es dieses Jahr schon wirklich krass. Also da muss man sich schon immer, immer krassere und bessere Ideen einfallen lassen, um im nächsten Jahr einfach noch besser zu performen. Ne? Und das war schon, das ist dann schon irgendwann echt viel Aufwand, um da noch mitzumachen. Ganz kurz noch. Dezember, was erwartet uns? Habe ich ja schon gesagt. Essen Motorshow. Ah, da habe ich mir übrigens was Cooles überlegt. Das, genau, deswegen steht es hier. Ich würde gerne dieses Jahr auf der Essen Motorshow ein paar Autos vorstellen, weil ich habe mich letztes Jahr sowohl auf der Essen Motorshow als auch auf den PS Days echt geärgert, dass ich nicht ein paar Autos vorgestellt habe von der Messe, weil die Umbauten dort sind einfach so krass, dass ich mir dieses Jahr überlegt habe, wenn es klappt, ich sage es jetzt einfach schon mal, ich würde gern während der Woche der Essen Motorshow die Autos vor Ort, meine Highlights, in einzelnen Videos vorstellen, damit ihr die Chance habt, diese Autos am zweiten Wochenende euch nochmal genauer anzugucken. Deswegen gerne schreibt in die Kommentare, sobald die Messe läuft, welche Autos ihr gerne vorgestellt hättet. Dann gehe ich zu diesen Autos hin, quatsch kurz mit den Besitzern, stelle euch die Autos vor. Das ist der Plan für Dezember und Essen Motorshow. Ja, dann ist ehrlich gesagt Dezember auch schon bald wieder rum. Ich fahre immer über Weihnachten mit der Familie Ski. Mal gucken, wie lange wir Videos machen. Noch ist keine feste Videopause eingeplant. Da würde ich eher ehrlich gesagt später nochmal was zu sagen oder euch über Instagram am Laufen halten, weil das weiß ich noch nicht, wie, wo, was sich da entwickelt. Ich denke, ist alles gesagt. Ich freue mich auf euch. Essen Motorshow, wirklich. Ich glaube, es lohnt sich vorbeizukommen. Ich weiß, dass die Kosten an allen Ecken explodiert sind, sei es Anreise, sei es die Ticketpreise. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht so genau geguckt, was die kosten. Essen-Motorshow-Preise, Tickets. 20 Euro das Tagesticket, 32 Euro das Ticket für den Preview-Day am Freitag. Das ist natürlich deutlich mehr Holz, damit man am Freitag kommen kann. Allerdings ist es halt am Freitag auch deutlich leerer. Also ja, wenn man viel von der Messe haben will, ja, kann man sich den Preview Day antun. Wenn man einfach maximal auf der Fresse Essen Motorshow mitbekommen will, dann am Samstag. Ich gehe davon aus, dass der erste Samstag wird explodieren. Das wird krass. Alleine weil, ja, die Messe ist ja dieses Mal auch schon im Monat drin, sonst war sie immer monatsübergreifend. Deswegen war ganz oft das zweite Wochenende fast sogar krasser als das erste. Aber dieses Jahr, der erste Samstag, der wird scheppern. Wir und das ganze Team freuen uns auf euch. Wenn ihr Bock habt, euch zu bewerben, schickt eine Bewerbung. Bitte keine Bewerbung für Stellen außerhalb dieser Vorgaben schicken, weil aktuell sind das die Stellen frei, die wir gerne besetzen würden. Eine Idee habe ich noch ganz zum Schluss, wo wir gerade beim Thema Kosten sind. Wir haben als Aussteller natürlich auch immer
ein gewisses Kontingent an Tickets. Deswegen würde ich die gerne einfach an euch weitergeben, weil uns gibt es durch euch. Deswegen die 5 Kommentare, die die meisten Likes haben bis heute Abend, kriegen von uns nochmal 2 Tickets. Das heißt, ihr könnt dann zu zweit einfach dahin fahren und könnt einen schönen Tag verbringen. Überlegt euch irgendwas Witziges, schreibt irgendwas Cooles in den Text rein, vielleicht irgendwas Ehrliches, vielleicht eine Kritik, vielleicht irgendwas Cooles, vielleicht irgendein Lob. Auf jeden Fall die 5 Kommentare mit den meisten Likes heute Abend kriegen von mir nochmal 2 Tickets, die natürlich auch genauso am Preview Day gültig sind. Deswegen, jetzt reicht es aber auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Der nächste Monatsupdate, habe ich nämlich auch schon als Kommentar gesehen, wird am 1.1. um 10 Uhr sein. Das heißt, ich drehe das Ganze natürlich vor, weil ich denke nicht, dass ich am 1.1. um 10 Uhr hier sitze. Aber trotzdem, ihr könnt euch darauf freuen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.